Hallo und willkommen zu diesem Video zum Thema Varianz einer Zufallsvariablen. Während der Erwartungswert angibt, welchen Wert eine Zufallsvariable im Mittel annimmt, geht es bei der Varianz darum, wie groß die zufällige Streuung um diesen Erwartungswert ausfallen kann, wie hoch also der Abstand typischerweise von einer Beobachtung von diesem Erwartungswert ist. Als eine wirtschaftswissenschaftliche Motivation schauen wir uns folgendes Beispiel an. Wir haben hier zwei Wahrscheinlichkeitsverteilungen durch ihre Dichte visualisiert. Und zwar links für ein Portfolio A und rechts für ein Portfolio B. Portfolio A hat dabei einen Erwartungswert von 0,04, also eine mittlere Rendite von 4%, wobei eben die genaue Rendite auch streuen kann. Manchmal fällt die Rendite bei diesem Portfolio höher aus und manchmal niedriger. Die Streuung ist dabei so, dass es in den meisten Fällen irgendwo hier in der Mitte zwischen 0 und 10% etwa liegt. Aber es kann auch darüber hinausgehen, aber nur ganz, ganz selten bekommen wir eine Rendite, die kleiner ist als ein Verlust von 10% oder ein Gewinn von 20%. Da ist dann die Wahrscheinlichkeitsmasse so gut wie null. Anders bei Portfolio B, auch das Portfolio hat eine mittlere Rendite von 4%, aber die Streuung drumherum ist größer. Also wenn wir uns hier anschauen, kleiner als ein Verlust von 10% und größer als ein Gewinn von 20%, kommt immer noch mit einer deutlich positiven Wahrscheinlichkeit vor. Und das liegt also daran, dass also hier die zufälligen Schwankungen der Rendite bei Portfolio B höher sind als bei Portfolio A. Und das ist in dieser Anwendung relevant, weil das heißt, das Risiko ist bei Portfolio B höher als bei Portfolio A. Und als Maßzahl für dieses Risiko verwenden wir in der Statistik die Varianz. Im Finanzmarktbereich wird das dann auch Volatilität genannt. Wie ist also diese Varianz definiert? Sie ist der Erwartungswert vom quadratischen Abstand vom Erwartungswert. Sortieren wir das nochmal. Wenn wir eine Zufallsvariable x haben und μ ihr Erwartungswert ist, dann schauen wir uns an, wie groß ist die Abweichung x minus μ. Und um das Vorzeichen loszuwerden, dass also Abweichung nach oben und Abweichung nach unten, die beide die gleiche Größe bekommen, quadrieren wir hier. Und dann bekommen wir also viele mögliche quadratische Abweichungen vom Erwartungswert und über die nehmen wir dann wieder den Erwartungswert. Also die Varianz ist der erwartete quadratische Abstand vom Erwartungswert. Und weil quadratische Abstände etwas ist, was dann für uns nicht besonders intuitiv ist, zieht man hinterher dann in der Regel noch wieder die Wurzel und schaut sich die sogenannte Standardabweichung an. Das ist einfach die Wurzel der Varianz. Da kann man fragen, warum schaue ich mir dann nicht gleich den Erwartungswert vom absoluten Abstand vom Erwartungswert an? Das wäre auch eine Möglichkeit, ist auch eine Maßzahl für die Streuung, hat aber in manchen Situationen nicht ganz so schöne Eigenschaften wie der quadratische Abstand, der gewisse Optimalitätseigenschaften hat. Soll uns hier nicht weiter kümmern. Und die Interpretation dieser Standardabweichung ist also, dass das ein typischer, absoluter Abstand vom Erwartungswert ist. Schauen wir uns mal an, was das dann heißt. Um die Varianz leichter auszurechnen, haben wir noch vorher folgenden Satz zur Berechnung. Die Varianz von x kann ich auch berechnen als den Erwartungswert von x zum Quadrat minus den Erwartungswert von x, μ, zum Quadrat. Und das schauen wir uns hier also einmal für den Würfelwurf an. Was kommt denn da heraus? Wir hatten also beim Würfelwurf schon ausgerechnet, dass die erwartete Augenzahl beim Würfelwurf 3,5 ist, also genau das, was in der Mitte liegt bei den möglichen Werten von 1 bis 6. Und um jetzt die Varianz auszurechnen, brauchen wir dann auch noch die erwartete Augenzahl zum Quadrat. Also ein Sechstel mal 1 zum Quadrat plus ein Sechstel mal 2 zum Quadrat plus ein Sechstel mal 3 zum Quadrat und so weiter und so fort liefert uns eine erwartete quadratische Augenzahl von 15. Na gut, das sagt uns noch nicht so viel. Dann rechnen wir die Varianz aus. Das ist also dieser Erwartungswert der Augenzahl zum Quadrat minus die erwartete Augenzahl zum Quadrat, also 3,5 zum Quadrat.
Das hier sind dann die 15,166666 und so weiter. Und wenn ich das voneinander abziehe, erhalte ich einen Wert von 2,916666666 und so weiter. Und wenn ich daraus die Wurzel ziehe, bekomme ich einen Wert von 1,7. Das ist unsere Standardabweichung. So, was will uns das jetzt bei dem Würfelwurf sagen? Das heißt, im Mittel erzielen wir die Augenzahl 3,5. Wenn wir also wieder und wieder und wieder würfeln würden, im Schnitt hätten wir die Augenzahl 3,5. Dann wird aber auch die Augenzahl mal davon abweichen, wird mal höher und mal niedriger ausfallen. Und die Standardabweichung ist 1,7. Das ist also der typische Abstand von diesem Erwartungswert. Mal fällt er etwas höher aus und mal fällt er etwas niedriger aus als die 1,7. Und zwar in beide Richtungen, positiv oder negativ. So ist diese Varianz zu lesen und zu verstehen. Ist jetzt beim Würfelwurf natürlich nur mäßig spannend, schauen wir uns deshalb lieber noch ein paar wirtschaftswissenschaftliche Beispiele an. Deshalb betrachten wir hier noch eine weitere Variante dieses Beispiels zum Gewinnspiel, wo ein Teilnehmer einer Spielshow die Wahl zwischen entweder einem sicheren Gewinn von 110 Euro hat oder der Teilnahme an einem Glücksspiel mit zufälligem Gewinn zwischen 30 und 200 Euro mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeitsverteilung. Bisher hatten wir uns angeschaut, wie verhält sich der Teilnehmer, wenn er anhand des erwarteten Gewinns beurteilt oder anhand des erwarteten Nutzens beurteilt. Nun wollen wir uns anschauen, wie verhält er sich, wenn wir auch noch die Varianz, also die Unsicherheit in dem zufälligen Gewinn explizit mit einbeziehen. Und dafür schauen wir uns eine Präferenzfunktion H an, die einerseits vom Erwartungswert abhängt, andererseits von der Standardabweichung. Und die erste Variante, die wir uns dabei anschauen können, ist einfach, der Wert des Glücksspiels wird nur anhand des Erwartungswerts beurteilt. Und das entspricht genau einem risikoneutralen Spieler. Das heißt, der risikoneutrale Spieler würde eine sichere Auszahlung von 110 Euro genauso gern oder ungern nehmen wie die Teilnahme an einem Glücksspiel, was den Erwartungswert 110 Euro hat. Und das wird auf manche zutreffen, dass ihnen die Entscheidung dazwischen egal ist. Aber häufiger ist vermutlich die Variante, dass wir einen risikoaversen Spieler haben. Das heißt, damit ich zwei Spieler als gleichwertig betrachte, darf nicht das eine auch noch eine höhere Varianz haben als das andere, weil die Varianz des sicheren Gewinns ist ja null. Und das heißt, hier haben wir eine ganz einfache Variante der zugehörigen Präferenz. Wir ziehen einfach einen Strafterm ab, der von der Standardabweichung abhängt. Und hier ist es einfach die Standardabweichung. Also Erwartungswert minus Abweichung ist der Wert der Präferenzfunktion für den risikoaversen Spieler. Das heißt, der Wert des Gewinns senkt sich, wenn er mit einem höheren Risiko behaftet ist. Umgekehrt könnten wir dann natürlich auch noch einen risikofreudigen Spieler haben, wo sich der Wert sogar erhöht, wenn der Gewinn mit einem Risiko behaftet ist. Das gibt es durchaus in der Praxis auch. Anders lässt sich wahrscheinlich nicht erklären, warum so viele Leute am Lotto teilnehmen, weil gewonnene 100 Euro mit einer großen Unsicherheit doch was anderes sind als 100 Euro, die man einfach so bekommt. Also da kann es dann sein, dass sich durchaus einige Personen auch risikofreudig erhalten, dass sich der Wert durch ein hohes Risiko sogar erhöht. Und wir wollen jetzt einmal das Glücksspiel hier durchrechnen und uns anschauen, wie verhalten sich diese drei Personen mit genau dieser Variante von Risikoaversion oder Risikofreudigkeit. Und dafür brauchen wir jetzt also die Varianz einerseits des sicheren Gewinns und andererseits des Glücksspiels. Beim sicheren Gewinn ist das einfach, da ist die Varianz 0, hatte ich vorher schon mal gesagt. Bei der Varianz des Glücksspiels brauchen wir jetzt einerseits den Erwartungswert des quadrierten Gewinns und andererseits den erwarteten Gewinn zum Quadrat. Den erwarteten Gewinn haben wir in einem früheren Video schon ausgerechnet. Der erwartete Gewinn war 119. Jetzt brauchen wir also noch den Erwartungswert vom Gewinn zum Quadrat. Wie rechnen wir den aus? Dann nehmen wir also 30 zum Quadrat mal die zugehörige Wahrscheinlichkeit, 10%,
plus 60 zum Quadrat auch mal 0,1, plus 100 zum Quadrat mal 0,4 und so weiter. Und wenn ich das also alles ausrechne und aufsummiere, komme ich auf einen Wert von 16.950. Das ist der Erwartungswert von g zum Quadrat. Und davon ziehe ich ab den Erwartungswert von g, 119, zum Quadrat. Und wenn ich das ausrechne, komme ich an bei 2789 als den erwarteten quadratischen Abstand von 119 bei diesem Glücksspiel. Ist eine Zahl, die uns so noch nichts sagt oder schwer einzuschätzen ist. Leichter wird es, wenn wir die Standardabweichung bilden, also nochmal die Wurzel ziehen, dann kommen wir bei 52,81 an. Das heißt also, die mittlere Abweichung eine typische Abweichung vom mittleren Gewinn ist etwa 53 Euro. Manchmal ist der zufällige Gewinn näher dran an den 119 Euro und manchmal weiter weg, aber ein typischer Abstand sind etwa plus minus 53 Euro. So ist das also hier zu lesen. Was heißt das dann für unsere Präferenzfunktion? Der Wert der Lotterie oder dieses Gewinnspiels wird beurteilt mit immer 119, dem erwarteten Gewinn, entweder plus die Standardabweichung, plus minus 0 oder minus die Standardabweichung. Und dann kommen wir an bei diesen Präferenzfunktionen. Der Vergleichswert ist der Gewinn von 110 im Fall der risikolosen Auszahlung, der sicheren Auszahlung. Und dann sehen wir, dass sich risikofreudiger und risikoneutraler Spieler für das Glücksspiel entscheiden würden, hingegen der risikoaverse Spieler mit dieser Präferenzfunktion würde sich gegen das Glücksspiel entscheiden, weil eben der Wert der Präferenzfunktion für das Glücksspiel niedriger ist als der für die sichere Auszahlung. Als letztes schauen wir uns in diesem Video dann noch an, was passiert denn mit der Varianz einer Zufallsvariablen bei einer linearen Transformation. Wenn ich also eine Zufallsvariable y habe, die eine lineare Funktion einer Zufallsvariablen x ist. Da hatten wir vorher schon gelernt, beim Erwartungswert ist es so, dass der Erwartungswert von y dann auch geschrieben werden kann als a mal der Erwartungswert von x plus b. Ich konnte also beim Erwartungswert die lineare Funktion und die Erwartungswertbildung miteinander vertauschen. Kann ich dasselbe auch machen bei der Varianz? Kann ich irgendwie, wenn ich die Varianz von x kenne, auch die Varianz von y ausrechnen? Ja, kann ich, aber die Transformation ist dann nicht einfach linear, sondern ich brauche den Steigungsterm aus der linearen Funktion und nehme den zum Quadrat mal die Varianz. Dann kann ich die Varianz von y berechnen. Woran liegt das? Das liegt daran, dass dass die Varianz von y ja nichts anderes ist als der Erwartungswert von y minus dem Erwartungswert von y zum Quadrat. Und wenn ich da einsetze, dann ist der Erwartungswert von y diese lineare Transformation. Dann habe ich also den Erwartungswert von, machen wir dann noch eine Klammer, a mal x plus b minus a mal den Erwartungswert von x minus b und das Ganze zum Quadrat. Das heißt, zunächst mal fällt hier das b gegeneinander weg und das a kann ich auch ausklammern. Habe ich also a mal den Erwartungswert von a Quadrat mal x minus Erwartungswert von x zum Quadrat. Habe ich also b fällt weg, a rausgezogen aus dem Quadrat. Und weil ich hier jetzt wieder eine lineare Transformation habe, es sind zwar beide Terme hier quadriert, aber bezüglich des Erwartungswerts habe ich da stehen irgendeine Konstante mal irgendeine Zufallsvariable. Das heißt, das a Quadrat kann ich aus dem Erwartungswert rausziehen und dann steht da a Quadrat mal der Erwartungswert von x minus Erwartungswert von x zum Quadrat. Und das hier ist nichts anderes als die Varianz von x. Und so kann man sich das herleiten. Das heißt also, wenn ich von einer Variablen die Varianz kenne und dann eine lineare Transformation nehme, zum Beispiel die Umrechnung in eine andere Währung oder ähnliches, dann muss ich für die Varianz
einfach den Steigungsterm der Transformation zum Quadrat nehmen. Und für die Standardabweichung von a mal x plus b gilt dann, das ist die Varianz von a mal x plus b und daraus die Wurzel gezogen. Das ist also a mal die Standardabweichung von x. Das heißt, für die Standardabweichung muss ich einfach mit dem Steigungsterm multiplizieren und oder den Betrag des Steigungsterms muss ich genauer gesagt sagen. Und der Achsenabschnitt, der fällt eben weg, der ist wurscht. Eine Verschiebung von der ganzen Verteilung nach oben oder unten hat keine Auswirkung auf die Varianz, wie stark die Streuung um den Mittelwert ist. Und dafür auch noch ein kurzes, einfaches wirtschaftswissenschaftliches Beispiel zur Illustration. Ein Produktionsunternehmen arbeitet mit monatlichen Fixkosten von 1000 Geldeinheiten und variablen Stückkosten von 5 Geldeinheiten. Die monatliche Produktion ist eine Zufallsgröße mit der Standardabweichung von 20 Stück. Man findet die Varianz und die Standardabweichung der monatlichen Kosten. Das heißt, wir wissen, die Standardabweichung der Produktion ist 20 und wir möchten jetzt wissen, was ist die Standardabweichung der Kosten? Die Kosten sind nichts anderes als 5 mal der produzierte Wert plus 1000, ist also eine lineare Transformation. Und also die Verschiebung nach oben oder unten um diese Fixkosten hat keine Auswirkung auf die Streuung, das ist wurscht, aber die Multiplikation mit 5 muss ich mit einbeziehen und das kann ich so einfach rausziehen und 5 mal 20 ist dann 100. Wenn also die Produktion eine Standardabweichung von plus minus 20 Stück hat, haben die Kosten eine Standardabweichung von plus minus 100 Geldeinheiten. Anstatt das Ergebnis über die Formel für die Standardabweichung zu bestimmen, ist es natürlich auch möglich, hier die Formel für die Varianz zu verwenden, dass also die Varianz von y a zum Quadrat, hier 5 zum Quadrat mal die Varianz von x ist, bekommt man eine Varianz von 10.000 für die Kosten heraus. Und wenn man dann die Wurzel zieht, hat man wieder die Standardabweichung von 100. Liefert also das gleiche Endergebnis. Das Rechnen über die Standardabweichung ist aber kürzer, weil eben die Standardabweichung angegeben ist und auch die Standardabweichung ausgerechnet werden soll. Aber die Formel für die Varianz liefert natürlich genau das Gleiche.